Heute ist Welttierschutztag. So einen Tag zum Schutz der Tiere gibt es in Deutschland tatsächlich schon seit 99 Jahren. Und immer noch ist er nötig und stellt die Frage, wie wir Menschen mit den Tieren umgehen. Kollegin Valentina Kurscheid nimmt dazu heute Neuheiten für Hunde unter die Lupe. Etwa Hundediebstahlschutz. Hundeohrenschützer, Fahrradhelme oder Brustgeschirre zum Abschließen. Trends, die es teilweise schon auf dem Markt gibt oder bald im Tierhandel zu kaufen sind. Auf der weltgrößten Heimtiermesse der Interzoo in Nürnberg wurden in diesem Jahr die Hundeneuheiten vorgestellt. Ein paar habe ich mitgebracht. Mal schauen, ob Goethe und Da Vinci alles über sich ergehen lassen. Ab nach draußen. So, jetzt dieses abschließbare Geschirr. Ja. Gegen Diebstahl. Machen wir mal dran. Ja. Das inklusive Hundeleine gibt's auch in verschiedenen Größen. So mancher Hund ist ja schon vor dem Supermarkt geklaut worden. Und jetzt denkt man natürlich als Dieb, man macht den hier ab und hat den Hund, aber er kommt ja hier an dem Schloss nicht vorbei, weil das ist hier alles ganz fest. Geschirr und Leine sind zusätzlich mit einem stabilen Draht durchzogen. Wenn man einfach verhindern will, dass der Hund geklaut werden kann, erfüllt das seinen Zweck, auf jeden Fall.